Jo, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute sitzen wir in meinem 203 und zwar geht es darum, statt dieses Griffes eine Brillenablage nachzurüsten, die aus dem W204 stammt. Und dafür habe ich mir die natürlich bei Mercedes bestellt. Habe ich hier Teilenummer dafür. Haben wir einmal hier. Die letzten vier Zahlen, das 7E94, ist für den Farbcode meiner Innenausstattung. Die sind im 204 minimal anders, aber ich würde mal behaupten, auf der Kamera, gut, jetzt gegen das Licht sowieso nicht, aber auch so sieht man das kaum. Also das passt eigentlich ganz gut. Wie es mit den anderen Farben ist, weiß ich nicht. Aber ich will da gleich drauf eben, deswegen will ich gleich darauf hinweisen, dass es eben sein kann, dass das nicht hundertprozentig passt. Aber wie gesagt, bei dem Grauen, wie es hier bei mir ist, passt es. So, um das zu machen, brauchen wir nicht großes an Werkzeug. Nur einen dünnen Schlitzschraubendreher. Gehen hier rein. So stand das zumindest in der Beschreibung, die ich gelesen hatte. Ja, so ein bisschen raushebeln. Vielleicht das jetzt nochmal genauer. Also, ups, so, Belichtung. Hier, diese Dinger hier, ne, der ist noch komplett drin. Nee, einfach raushebeln. So, die sehen so aus. Andere Seite auch. Und dann müssten wir da schon... Warte mal, ich drehe mal die Kamera ein bisschen so. Genau, jetzt sehen wir auch hier drinnen was und nicht nur das außerhalb. Ja, jetzt hier genauso. Vorsichtig rein. Ich gehe auch so ein bisschen von der Seite und hebel. Kommt da schon. Und jetzt muss ich theoretisch nur noch ziehen, dachte ich. Also, das sitzt einfach nur, ich kann uns das ja hier angucken, ist ja das gleiche Befestigungsprinzip. Das sitzt einfach nur tierisch fest. Man kann, das sehe ich jetzt gerade, das steht hier in dieser Anleitung tatsächlich nicht, hier in dieses Loch reingehen und dann auch so ein bisschen hebeln. Heidewitzka, das ist stramm. Aber gut, der sitzt ja auch direkt im Blech. Aber alles gut, nichts kaputt gegangen. So wollen wir das haben. Jetzt können wir das nochmal in direkten Vergleiche sehen. Das ist genau die gleiche Aufnahme. Nee, nicht ganz. Da steht hier aber was. Ich hätte es vorher genauer lesen sollen. Also, man muss mit dem Dremel, wenn ich die jetzt mal eben so übereinander halte hier, sieht man das ja, dass dieses hier im Weg ist. Das heißt, das wird da nicht reinpassen. Dementsprechend werde ich das Video frühestens morgen abschließen können, weil ich das dann, weil ich jetzt keinen Dremel hier habe. Aber gut, kommt aufs Gleiche raus. So, also ich habe es ein wenig bearbeitet jetzt hier. Ja, das sollte theoretisch schon so passen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ja, das passt. So. Ja. Jetzt muss ich nur noch die hier wieder da reinschieben. Einfach reingeschoben. Jetzt haben wir hier ein wundervolles Brillenfach. Das bleibt auch offen. Ja, wenn man das hakt so ein bisschen ein quasi. Zack. Guck mal. Achso, Sonnenbrille ist noch im anderen Auto. Ich nehme die hier. Wow. Toll. Passt. Alle check. Wackelt nicht, klappert nicht. Ja, und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video und ich wünsche dir immer viel Spaß beim Schrauben.